Es gibt hier noch eine Sonderausstellung, also die fünfte Halle habe ich jetzt übersprungen, weil da nur in Anführungsstrichen Fundstücke aus anderen Fundorten der Lokalkultur gezeigt werden. Aber die Sonderausstellung zeigt Fundstücke aus der Zeit der Streitenden Reiche bis zur westlichen Han-Dynastie, also 475 bis 8 nach Christus. Und die Fundstücke stammen allesamt aus Süd-Sichuan, aus Yanyuan, also der Salzquelle sozusagen. Und hier haben wir bronzene Schmuckknöpfe, die sind durchbrochen gearbeitet und die sehen aus wie kleine Rädchen mit sehr vielen Speichen. Da habe ich jetzt die einzelnen Speichen nicht gezählt, muss ich zugeben. Hier liegen insgesamt 10 Stück. Ich habe davon erstmal 5 gezeigt, weil die alle gleich sind, von gleicher Machart. Ja, das könnten in der Tat Knöpfe gewesen sein oder eventuell auch Schmuck an Kleidung oder an Gürteln. Was wir hier auch sehen, sind kleine Bronzepferde, auch aus derselben Zeit, auch vom selben Fundort. Diese hier sind eindeutig keine Tianma. Das zeigt die typischen kleinen chinesischen Ponys. Wir sind hier ja auch, wie gesagt, noch in der westlichen Han-Zeit. Da hatte man im Süden wahrscheinlich noch nicht so viel mit den Xiongnu zu schaffen, beziehungsweise die Pferde als Importprodukte kamen da auch noch nicht vor. Deswegen waren diese Himmelspferde im Süden wahrscheinlich auch einfach noch nicht bekannt. Aber wenn man dann Pferde dargestellt hat, eine wichtige Rolle haben die trotzdem schon gespielt, dann hat man halt die lokalen kleinen, etwas kompakteren Ponys gezeigt. Dass sie eine größere Rolle gespielt haben, diese Pferde, sieht man auch an der nächsten Vitrine. Hier haben wir verkleinerte Darstellungen bronzener Wagenräder. Eventuell sind das ja auch Streitwagenräder. Und wir haben auch noch weiter links davon Pferdeschmuck unten in der Vitrine. Entschuldigung, dass da diese Glastrennung vor ist. Pferdeschmuck unten in der Vitrine. Und ja, das Maulstück, das sogenannte Xian, das wohl scheinbar in China auch schon, also auch in Südchina schon bekannt war. Also auch hier war man im Umgang mit Pferden, beziehungsweise halt mit den chinesischen Ponys doch geübt und hatte schon allerhand Handwerkszeug, um diese Tiere auch effektiv einzusetzen im täglichen Leben. Was ich auch gerne zeigen möchte, sind diese Messer. Die sind nämlich relativ speziell in ihrer Form. Das hier sind bronzene Messer und sie zeigen an ihren Griffen, die allesamt durchbrochen gearbeitet sind, ja, so ein streifenförmiges Dekor beim unteren. Und beim oberen sehen wir so ein, naja, punktförmiges, knopfähnliches Dekor. Auch der Rücken der Klinge trägt jeweils ein Dekor. Es sind auch so verschiedene Streifen oder Striche. Ist aber kein irgendwie besonders auffälliges Muster. Und am Ende des Randes sieht man bei allen, an diesen Außenrändern, so runde, knopfähnliche Elemente, ja, so runde Kringel oder Spiralen. Die sind allen Messern gemeinsam. Es gibt noch einen zweiten Typus von Messern, der ist in der Form ähnlich, hat aber einen anderen Griff. Das sind diese hier. Die haben nämlich allesamt diesen Kreis oder diesen Ring am Ende des Griffes. Und ja, die wollte ich insbesondere wegen der Form zeigen. Die erinnern mich irgendwie nämlich an diese nepalesischen Messer, wobei da der vordere Teil der Klinge betont ist. Aber ansonsten diese gebogene Klingenform ist schon besonders. Die findet man ansonsten eigentlich in Westasien und in Griechenland und in Südasien. Aber hier in China oder aus China kenne ich eigentlich eher gerade Klingen. Auch die geschmückten Köpfe von Zeptern werden hier gezeigt. Die sind allesamt aus
Bronze. Hier ist eine riesige Vitrine voll davon. Es ist auch ein insgesamt erhaltenes Bronzezepter da, das einen Vogel oben auf diesem Schmuckkopf hat. Hier sind vier Stück, die sich alle relativ ähnlich sind. Wir haben eine Darstellung von etwas, was so ähnlich aussieht wie ein Baum oder eine Ranke. Oben ist eine Figur, außer bei dem mittleren Stück. Das ist ein bisschen anders irgendwie gearbeitet. Aber bei den oberen linken und rechten ist eine Figur und die steht zwischen zwei Tieren, scheinbar Pferde. Auffällig sind diese Kringel, die sind bei dem unteren und bei dem linken Stück sind die jeweils so separat abgesetzt und zeigen auch Speichen, als wären es Räder. Bei dem rechten oberen Objekt sieht es eher so aus, als wenn das irgendwie eingekringelte Ranken wären. Insgesamt sieht das Ganze schon ähnlich aus wie ein Baum, nur beim oberen rechten Objekt sieht es eher so aus, als ob diese Kringel oder diese Kreise durch den Wuchs des Baumes entstehen, und bei dem linken und unteren Objekt sieht es eher ja, so ein bisschen einzeln, separat aus, so als wenn man das als Schmuck integriert hätte oder als wenn es irgendwie einfacher angebracht wäre, also ein Fremdkörper sozusagen. Was beim unteren Objekt auffällt, ist, dass wir da keine irgendwie erkennbare Figur an sich haben. Wir haben oben links ein Männchen, was da steht, mit zwei Beinen, zwei Armen und Oberkörper. Auf der rechten Seite sind die Beine schon nicht mehr dargestellt, da geht die Figur in dieses baumartige Objekt über. Und ganz unten, da scheint es schon sehr stark stilisiert zu sein, da scheint es eher so, als wenn der Kopf unmittelbar aus dieser scheinbaren Pflanze heraus wächst und noch zwei Arme nach oben hat, die irgendwie die Tiere anfassen, streicheln, füttern oder ähnliches. Und ihm wächst dann aus dem Kopf heraus noch so ein kleines Bäumchen. Das ist dann schon irgendwie ein sehr anderes Niveau. Ich werde jetzt mal doch noch ganz nach rechts gehen, kurz bevor der Akku leer geht. Das sind die verschiedenen Teile eines solches Zepters. Ganz rechts der untere Teil, dann die Mittelteile und obendrauf hat wohl ein Vogel gesessen. Er hatte entweder Federn auf dem Kopf oder es könnte eventuell auch ein Hahn darstellen, weil er einen sehr ausladenden Schwanz hat und dann hinter dem Schnabel auch noch diese beiden Läppchen. Also es könnte auch sein, dass es wirklich ein Huhn oder ein Hahn dargestellt hat mit ihren Kopfauswüchsen. So viel dazu und dann verabschiede ich mich von euch. In der Hoffnung, dass der Akku das noch überlebt, hier noch ein Kopf eines Zepters. Der hier ist ganz besonders interessant. Da haben wir unten den Stab des Zepters mit so einem Kringel-Spiralmuster. Und darauf ist so eine Plattform mit drei Figuren, die einen Gurt um den Kopf tragen, der dann wiederum einen Korb oder ein Tongefäß zum Transportieren von Waren oder Wasser enthält. Und die tragen alle drei jeweils spitze Hütchen. Die Gesichter sind auch fein ausgearbeitet und sie haben jeweils noch ein Stirnband. Also es ist auch ein sehr schönes. Ist auch ein sehr schönes Objekt auf jeden Fall.